Hallo zu einer neuen Folge von Einfach Wissen, diesmal aus einem sehr traurigen Grund. Und zwar erreicht uns eben die Nachricht, dass Heide Keller verstorben ist im Alter von 81 Jahren. Das Ganze schockt uns sehr. Ich denke, wir alle kennen sie aus der Rolle beim ZDF Traumschiff, wo sie als Beatrice ja mit zur Legende des ZDF Traumschiffs wurde. Sie hat, glaube ich, Fernsehgeschichte geschrieben. Wir alle kennen sie. Wir alle kennen das ZDF Traumschiff. Natürlich ist sie nicht nur dafür bekannt, aber vor allem deshalb. Und deswegen werden wir darauf jetzt sehr eingehen. Ich denke, wir alle haben in der Kindheit, ob jung oder alt, egal welches Alter, sie auf dem Fernseher verfolgen können. Damals vielleicht noch bei Oma im Wohnzimmer, dann vielleicht noch etwas gezwungen und irgendwann im höheren Alter dann freiwillig. Wir alle kennen diese Kultserie, das Traumschiff. Die ZDF-Programmdirektorin sagte zum Geschehen, Heide Keller hat Fernsehgeschichte geschrieben. In der Rolle der Chefhostess Beatrice war sie 38 Jahre lang der gute Geist an Bord des Traumschiffs. Ein Rekord. So lange verkörperte noch keine Schauspielerin eine vergleichbare Serienrolle. Dabei schrieb sie selbst am Drehbuch mit und entwickelte ihre Figur weiter und machte sie zu einer deutschen Kultfigur. Sie wird uns sehr fehlen, so die stellvertretende ZDF-Programmdirektorin. Und damit trifft sie es, glaube ich, sehr gut auf den Punkt, denn wir alle haben Heide Keller irgendwie ins Herz geschlossen, glaube ich, aus der Serie. Beatrice war, wie beschrieben, der gute Geist an Bord und wir alle hatten so ein bisschen das Gefühl, mit ihr befreundet zu sein. Ich denke, dieses Gefühl kann jeder nachempfinden. Seit 1981 spielte sie als Beatrice an Bord des ZDF-Traumschiffs mit, also seit der ersten Folge war sie mit dabei und das Ganze ging dann noch bis 2018 so weiter, bis zur 80. Folge, was ihre letzte war. Das war die Folge in Los Angeles. Diese wird übrigens nur mal eben als Randnotiz heute Abend um 0.25 Uhr auf ZDF als Wiederholung eingestrahlt. Nach dieser Folge gibt es dann auch noch eine Doku, das Traumschiff Spezial. Dabei gibt es noch ein paar Einblicke in die Backgrounds, in Making-ofs von Traumschiff. Vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant. Heide Keller ist im Oktober 1939 in Düsseldorf geboren und hat nach ihrer Schauspielausbildung vor allem auf verschiedenen deutschen Theaterbühnen für Furore gesorgt und fand sich danach beim ZDF Traumschiff wieder, wo wir sie alle herkennen und alle geliebt haben. Ja, für uns ist das hier ein ganz, ganz großer Schock. Hier stirbt ein ganz großer Teil der deutschen Fernsehgeschichte und irgendwie auch ein Bruchteil von einem selbst, weil man, wie gesagt, immer das Gefühl hatte, mit ihr befreundet zu sein, sie zu kennen und ja, immer das Gefühl hatte, sie gehört mit zum Freundeskreis. Schreibt eure liebsten Erinnerungen von Heide Keller bzw. vielleicht Beatrice vom Traumschiff mal in die Kommentare. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Und ansonsten sagen wir bis zur nächsten Folge und ciao.